Jetzt kommt bestimmt Yacht. Und damit so allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich habe gerade nochmal die beiden Booster gesehen, die ich ja am Ende des letzten Abends bekommen habe, beziehungsweise habe ich ja erst am Ende des letzten Abends bemerkt, dass ich die bekommen habe. Die gammeln da jetzt erstmal noch schön rum. Wie viel hast denn du? 2. Hast du welche? Ich muss gucken, ich weiß aber nicht wie viele. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Na, 3 oben, dann wollte ich sagen, fahre ich nach unten, aber nee, oben sind sie. Hallo, wer ist denn hier? Kannst du nach Ende des Matches sagen, ich hab... Oh, ich kenne meinen Anfang. Was kann danach gesagt werden? Ich hab's gerade nicht gehört, weil hier war gerade Lärm. Ich kann dir nachher sagen, nach dem Match, wie viel ich hab. Scheiße. Also nicht, dass du mir das sagen kannst, sondern weil ich kurz vorm Ausgang umgebracht wurde mit der Drohne. Ja, Capcom hat mich ja bestimmt kleine Tricks so. Fragezeichen. Also Achtung, Mine. Zugang sperre. Termitwechsel ins Magazin. So gestört, das sag ich immer, wenn ich meine Tür abschließe. Zugangssperre angelegt, ne? Ach gut. Kannst mal sehen, wie gestört ich eigentlich schon bin hier. Yes. Ach, das wurde aufgeschossen, weil meine Drohne gejagt wurde. Hm, okay, verständlich. Oh, der Himmel, der ist schick. Die Wolken, diese kleinen Tuffis, getupften Wolken da oben. Die Tuffis. Leon, geh weg! Das verdammtes Loch. Kommt sofort. Dann mal los. Zurückbleiben. Ah, Kasch, da kennen wir schon. Okay. Aha, Westenmann. Oh, scheiße. Witch ist draußen. Der rettet zum Dings. Im großen Loch in der Wand. Okay. Nur noch einer. Muss ich keinen Schärfer abgreifen. Wie hat das überlebt, die Aroni? Ich fass es nicht, das waren so viele Schüsse. Ich weiß, ich muss mir keinen holen, weil wir bei euch sichern spielen. Jetzt kommt da wer anderes an. Kommt der an. Muss mal kurz nachladen. Wird mich jetzt nicht wundern, wenn einer von unten ankommt. Treppe runter und hier hoch. Westmann war gelbe Treppe. Und wo ist die? Ist die hinten beim Haupteingang? Nee, hier die Treppe neben dem Waffenlager. Nennt sich gelbe Treppe. Warum ist so klar, dass da irgendeiner entweder unten lang kommt oder außen, aber der Lebensbalken ist über der Anzeige. Der Witch ist doch so ein kleiner Drecksack, der ist die ganze Zeit daran rumschwollend und hat mich da hinten abgegriffen, genau wie Leon. Jetzt 3 oder 4 Stück. 3 hat er. Ich habe da schon jemand vermutet, wo er gerade war, aber ich war zu lahm beim Reagieren. Weihnachtstagepie. Ah, den Keks könntest du mir abgeben. Ja, dachte ich mir auch gerade. Wie viel die Aroni gesuppt hatten, die ist nicht gestorben. Ja. Wollen wir mal? Die Drohnen runterplüpsen. Küche auf jeden Fall nicht zu ruhig. Server sind es Server. Kaschle. Ich sag dir, es ist Kaschle-Tag. Westenmann haben sie auch. Aroni! Capcan auch. Capcan Aroni. Capcan Aroni. Ja.
Und Witchell. Ah, die Meine Welt hat ja ein Mail hier. Mit seiner Drohne. Ja, jetzt wird er gleich sterben, weil er das provoziert. Das Glück provoziert er. Überstrapaziert er. Gut, dann ist klar, auf zur Sonnenaufgangsbar. Aktiviere Drohne. Am Ping war einer. Dass da den Fenster rumgeäumelt. Ich glaube, ich komme mit dir mit MG. Pass auf Kapkaminen auf. Habe ich hier schon geguckt in den beiden Türen. Trotzdem gut und wichtig der Hinweis. Kann man nie oft genug dran erinnert werden. Rechts schon mal keine Mine an der Tür vor uns. Links auch nicht. Was liegt denn da? Ein Annäherungssensor. Kaputt. Ich guck mal kurz nach oben, ob da jemand lauert. Sieht sauber aus. Geh mal durch den Wellnessbereich. Komm wieder runter. Das Kapkan! Uhu! Gewehrschild im Einsatz. Achtung, Explosion! Sprengbereich räumen! Ah, Zugangssperre 1 weg. Bye. Gut. Auf dem Klo könnte noch jemand sein. Au, au, au! Oh, stark angeschossen. Wieder nur angeschossen. Kacke. Mach hier mal ein Loch auf, ja? Okay. Die dritte Zugangssperre weg. Die hat die dritte erwischt. Scheiße. Luke sitzt im Server auf diesem Ding da, diese... Ah, jetzt kommt jemand hier rum, der war gerade da an der Tür zu sehen. Weißt du, wo ich meine? 27, Moment. Verbleibender Gegner. Mit Sicherung des Behältersfortfahren... Desaster. Sieht es umkämpft, der ist da genau in dem Raum. Ja, erhöht lag es jetzt da. Aber getroffen habe ich. Eigener Trupp erfolgreich. Ich hab mich schon gefragt, was stopft denn da so? Kommt da ein Teamkollege rum? Nee, kein Symbol zu sehen, da muss das ein Gegner sein. Penthouse. Der Kapkan hat gerade nachgeladen. So oben neben dem Rund so. Ja, ja, ich weiß, ich finde den sehr toll. Allerdings finde ich den noch besser bei Bombe, weil dann macht man dazwischen auf und hat dann noch so ein Schlupfloch in der Pappwand. Bei Bereich sichern habe ich lieber alle Wände zu, da kann ich keinen. Ja. Das Fenster des Todes jedes Mal. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ja, machen wir's durch. Ich stehe auf Strom. Es tut mir leid. So, hier am Auro nix da. Ist zu. Die Drohne der Gegner. Oh, die ist ja schon zu. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter, Drohne. Habt ihr sie? Hab eine, aber die meintest du mit Sicherheit nicht, die kam hier frisch rein. Nur noch 10 Sekunden. Ella hat sie. 5 Sekunden noch. Also, Dachlokhof hier, ne? Barrikade steht! Barrikade steht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Amaro haben sie. Der Letzte bringt Glück? Wer hat das denn gesagt? Goyo. Ach, der Kanister. Ach, sieht man bei der Außenwand.
Lade neues Magazin. So, hier wird bestimmt jemand drüber öffnen, bestimmt. Wir kommen heute eingesetzt. Ach, schon hier im Neben, Vorsicht, neben uns. Von Rundsofer her ist jemand im Gang. Lassen kommen. So. Das ist natürlich ungünstig, die Tür da. Na, hab's. Fuck! Oh, wieder so oft getroffen und wieder stirbt's nicht. Na, nicht, Timmy. Au. Musste da ein Visier weg, sonst. Nur weil Grain war falsch gewesen. Du konnten da anbringen? Achso, EMP, Mann. Server. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. Ich geh mal zu Luke. Ja, das war ganz dran, so eine Scheiße. 10 Sekunden. Nicht da reinfahren, Drohne. Na, das hast du nicht gesehen. Ich lade nach. Kacke, ich wollte bloß den Raum bewachen, damit keiner die Willkommensmatte vorab sieht, aber das war schlecht. Oh ne, wir kriegen die Wand nicht zu. Der Grad verstärkt, das war ungünstig. Eine Überraschung. Beim letzten Mal auch gut funktioniert in diesem Fenster, das schaffen wir heute auch wieder. Schießt schon fleißig. Jetzt ist sie gleich tot. Setze Mobilschutz ein. Das wäre im Haupteingang. Vorsicht. Das Montagne. Jetzt höre ich die Knochen scheppern. Karl haben sie auch. Ah, ist vorbeigelaufen, Mist. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Was ist drin? Ausschalten. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Montagne immer mal wieder an der Tür, der ist es. Ja, Jakal halt. Gleich haben sie da. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Pass auf, Decke oben auf. Matte, erst in die Matte. Sehr gut, Montagne. Das ist genau deine Aufgabe gewesen. Du hast sie erfüllt. Wechsle das Magazin. Hat sich gelohnt, das Ding. Ich werde entdeckt. Das ist etwas ungünstig. Man ist da hinten oben. Ist runtergesprungen. Au, oh, ist wieder nicht gestorben. Was ist denn heute los? Die fressen so viel. Ich bin zu schlecht, Fuse. Das ist aber nicht. Der mobile Schnitt muss überleben. Der schießt nochmal jetzt. Das war's. Das ist ein Puck. Kacke. Bin genau in so einem Puck gelatscht. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Ganz schön bunt, aber nicht Regenfarben. Bunt die Waffe von Amaro.
Und wie viele Boosts hast du? Ich habe jetzt 3. Ich habe gerade einen frisch dazu gewonnen. Ich habe 65. Oh, was? So viele? Ja. Hast du die irgendwie durch... Ja, ich habe ja die letzten Jahre die Battle Pass komplett fertig gehabt, die Premium-Dinger. Ach so, die Premium, ja, da stecken wir drin. Ja, die letzten Jahre, aber jetzt die anderen nicht mehr. Also ich habe 34 Eintagesboost, 4 3-Tage-Boost, 7 7-Tage-Boost, 12 mal 1-Tages-Kampfpunkte-Boost und 8 3-Tage-Kampfpunkte-Boost. Dann schalte ich die offenbar gerade frei. In diesem verwirrten, verzweigten Battle Pass. Ja, aber musst du die Schritt für Schritt mit diesen komischen Punkten oder Marken da machen. Du läufst ja nicht automatisch mehr. Okay, also ich mach da drin nichts, insofern. Deswegen sag kommt ich doch, das zumindest damit nicht zustande. Nee. Weil du hast ja so. Kriegst da so Kampfmarken oder sowas. Wenn du einen Rang aufsteigst. Und diese Kampfmarken musst du ja jetzt extra ausgeben. Also das heißt, du läufst nicht automatisch weiter. Mhm. Naja. Solange da keine Ecox in den Tüten sind oder in den Marken im Battle Pass, kann das Ding mich mal. Ja. Bin mal gespannt, was sie zum 1. April machen, ob das Rainbow is Magic wiederkommt oder ob sie sich was anderes einfallen lassen. Das wäre dann schon zum 3. Mal der Fall. Das hatten wir noch nicht, dass was zum 3. Mal wiederkommt. Doch. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Doctor's Curse. Hat man das nicht erst 2-mal? Nein, war 3-mal. Na dann, schon widerlegt. Kompressor sind sie nicht. Da ist so ruhig, sage ich einfach mal, da sind sie nicht. Küche ist auch sauber. Ich guck mal hinten bei der Waschküche. Ah, hier ist Lärm. Da könnten sie sein. Ja, Außenwand verstärkt. Wo ging es hier nochmal rein? Da hinten. Da ist irgendwo zippt, irgendwo zu vier. Ah, beim Klavier. Klavier war das. Klavier. Ja. Gut gemacht. Klavier. Motzikack haben sie. Noch 5 Sekunden. Karabschrauwitsch, den kennen wir schon. Neue Sock. Alle um die doofe Drohne klauen. Das ist aber eine Kamera. Ah, eine Kamera. Irgendein Überwachungsinstrument. Da fliegt eine Kontaktgranate. Lademagazin! Da flog der Kerlchenmann. An der Außenkamera ist kaputt. Jetzt Lärm. Oh, Brianna ist die letzte. Ist hier was? Ein Käferchen ist putt. Nachladen. Ah, die Luke ist offen, das ist ja sehr interessant. 3 von uns. Rot bringt Rot und ist aber nicht so schön. Oder tapst was. Sicherung des Behälters einstellen. Grabschwein, komme ich jetzt gar nicht hier weg. Sie lebt ja immer noch. Die Treppe ist so weit weg. Ich habe das Gefühl, die ist gleich hier und erwischt mich. Ein Gegner verbleibt. Bleib drin, hey. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. Nicht immer. Aha. Warte, die war bei einer ganz anderen Treppe. Hier legt sich ja schon ein Gesicht auf den Boden.
Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Kompressor. Mozzi in rosa, ne, da hat er doch was angebracht. Denke ich hier ja, wieder. Ich hab. Hier, Mozzi hat mich. Oh, ich krieg auch noch direkt rein, ey. Hab erstmal kurz überlegt, hä, wer ist denn das? Und dann festgestellt, oh, das ist Mozzi und er hat gerade dahin geguckt und eine Waffe nachgeladen, dann schnell weg. Der hat da irgendwas. Das pinke Outfit müsste von Crimson Heist sein. Sieht man sofort. War das jetzt eine Anspielung auf Floris? 10 Sekunden. Wieso? Wegen Rosa und. Ja! Okay. Und alle die Männer leben, die ziehen gerne Rosa an. Das sind alle Männer, die Männer lieben. Na, ich weiß nur, dass dieses rosa Gedöns bei Crimson Heist rauskam. Hm. Könnten sie noch haben, die sind im Geschoss im Kompressorraum. MP5, das heißt gar nichts. Alle Außenkameras kaputt. Melusi sein. Aktiviere Drohne. Oh, knapp dran vorbei. Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Die Edda hat gerade irgendwas. Einer ist hinüber. Mir wäre lieb, wenn das Fragezeichen umkommen würde, dann bin ich sicher, dass die Grafschau nicht haben. Edda hat mich. Unten bei der Fahrradtraktion, bei den Motorrädern, also. Okay. Brianna ist ah, die Brianna. Letzte. Okay, ist schon mal gut. Der scheint komplett versteckt zu sein. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ist alleine. No. Diesmal habe ich es auch mitbekommen. Das da oben ist nicht cool, weil dann können sie mich besser sehen. Die wissen, wo sie hingucken müssen. Ich muss erstmal den Gegner finden. Ja, da hinten. Scheiße. C4, wobei hat Melusi eins? Okay, Kontaktgranate geht natürlich auch. Ich glaub, Mozzi hat. Mozzi. Ich glaub, Melusi hat C4, ja. Jetzt hat Erla das Schwesternduell gewonnen. Büro. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Es kann eng werden. Eine Drohne kommt gleich. Eine Drohne kommt gleich. Ich hoste schon. Abstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheit. Die Drohne der Gegner hat. Die ist schön vorbeigefahren. Die hat nichts gesehen. Das war zu tunnelblickig. Vorbeifährt, dann sind die mich nicht, wenn die hier in der Waschküche kommen, dann muss ich sie zerschießen. Barrikade errichtet! 5 Sekunden. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen.
Raschel, raschel, Sophie, raschel, raschel. Da, 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 Termit. Nur Termit, da waren noch mehr Leute zu hören. Oh, jetzt hat ja irgend so ein Depp Wand aufgemacht. Ah, hier kommt jemand an. Ich weiß. Ja, ja, ja. Bitte nur alleine sein. Ash! Die Kackdrohne hat mich übersehen. Die sind hier mindestens zu zweit. Ich glaub, die haben Hammer, Mann. Und eine Kakerlake hat hier gerade gequetscht. Scheiße, die sind hier zu zweit. Das ist gerade gar nicht gut. Der hat mich nicht gesehen. Wechsel das Magazin. Das ist so cool, mit Grafschau zu spielen. Hab ich die jetzt auch verletzt? Ich glaub nicht. Nee, die lebt noch, ist keine Spur. Das ist natürlich etwas ungünstig. Die sind hier noch zu zweit beim Klavier. Das Termit war herrlich, aber leider, dass ich am Ende umgedreht habe, musste er dran glauben. Ich hätte ihn sonst gerne erstmal leben lassen. Beim Klavier ist jemand. Zugangssperre Ash. Von einer Ash-Spann. Macht ihren Namen wieder alle Ehre. Beim Bullen ist jemand. Ich hab hier vor der Tür einen, meinen Spinden. Nur noch gewesen. Ein Gegner übrig. Ist beim Bullen. Beim High Bull ungefähr. Ja, im gelben Ping in der Ecke. Beim Bullen. Granate fliegt, Achtung! Nein, fliegt doch nicht, ich würde jetzt in die Luft fliegen. Ah, das mit der Miet ist cool gewesen. Er ist an mir vorbeigegangen mit einem, sagen wir mal, halben Meter Abstand, hat mir halt den Rücken zugedreht. Ich wusste, dass die zu zweit sind, also habe ich mich erstmal verdeckt gehalten, im Sinne von nicht lassen vorbeilaufen. Aber als er dann am Türrahmen gegenüber war, musste ich ihn umbringen oder verletzen, weil er halt in meine Richtung geguckt. Weißt du, was ich vorhin der Knaller fand? Ich habe Termit gespielt. Ja, ich habe Termit gespielt. Waren auf Kanal. Und oben, wo dieser... Was ist denn das für ein Raum, die zwei da oben? Das ist... Server? Ja, genau, Server. Da war jetzt letzte Mal noch die Kamerafrau da. Ich stand im Gang, die ist einfach an mir vorbeigelaufen. Die hat mich nicht gesehen. Und ich stand direkt neben ihr. Oh, nicht gut. Ja... Ich meine, eher meine Situation gerade nicht gut, aber ihre Situation im Grunde auch nicht gut. Nee. Hier ist nicht gut. So, hier ist besser. Wand sicher! Wobei, wenn die Drohne da vorbeifährt. Ah, ist ungünstig. Ich gehe wieder in die Ecke, wo ich gerade eben war. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. Ja, hier fühle ich mich wohl noch. Noch 5 Sekunden. Das ist eine fucking Drohne. Wo ist denn die? Ich lade nach! Der Tankstelle spawnt nix, schade. Die Ash. Geht doch bestimmt irgendwo hin. Herzschlagsensor aktiviert! Oben außen jetzt jemand. Naja. Natürlich blöd, kommt mir eine Drohne genau entgegen. Die haben Iana. Das letzte Fragezeichen ist Iana.
ist oben beim Hai beim neuen Außeneingang. Ist auch noch zu, das ist sehr ungünstig. Hier ist jemand drin, ich komme nicht rein. Besser. Ich bin tot. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Wir sichern den Biogefahrgutbehälter. Ach, zwei in der Ecke, Kacke. Ich habe mich erstmal auf Diana konzentriert, die mich noch nicht gesehen hat. Mist. Du kuscheln mit Ash? Ja, warum nicht? Ungünstig, dass da die Tür zu war. Das war ich, Ella. Sorry. Gib zu, wenn ich Scheiße gebaut habe. Naja, ich hätte jetzt auch nicht vorab gesagt, die auf jeden Fall offen lassen. Ich habe es halt einfach gemerkt, als da oben ein Gegner war, dass es ungünstig war, dass die zu ist. Wir sind nur noch zu viert, warum das? Weil einer rausgegangen ist. Aber wir spielen doch noch eine Runde, da muss Ubisoft doch jemand nachschicken. Machen sie nicht. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Ja, noch ist Vorbereitungsphase, noch könntest du vielleicht wechseln. Ihm funktioniert nicht, kann ich nicht wechseln. Finde ich ungünstig. Schnell weg hier, bevor eine Drohne kommt. Drohne kommt. Ach, ist okay, ist zum Bullen abgebogen. Okay, wir im Büro, die werden bestimmt bei der Motel-Treppe reinkommen. Vielleicht aber auch hier die Drohne der Gegner hat bei der Werkstatt. Behälter lokalisiert. Nur noch ich werde hier erstmal abwarten, gucken, ob jemand die Kamera an der Tankstelle zerballert. Ja, sieht ruhig aus. Ja, Werkstatt ist wieder ruhig. Muss rüber. Wo ist schon wieder zu hören? Wir haben Fräulein Heißspawn wieder und Buck. Feinde in Sichtweite. Erdgeschoss. Schon unten drin, ja. Das war zu erwarten. Ja, mindestens zweit bei der Motel-Treppe außen. Ich lade nach. Feuerschuss. So, erstmal alles schön verteilen lassen. Und dann runter nachrutschen. Esch drinne, Esch drinne. Natürlich nicht gut. Ich denke, ich muss hier stehen, sitzen und kotzen. Natürlich ungünstig. Die haben Blitz da drin. Das geht schief. Mach doch kein Foto. Da war auch offen. Oh Mann. Das ging ja alles schon wieder nicht gut. Das ist ja nicht gut. Die haben sich jetzt zu sehr verteilt und wir waren auch generell zu wenig. Das hat man jetzt auf jeden Fall in der letzten Runde gemerkt. Zumindest kam es mir so vor. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.